Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 9. Wir holen die vergessene Füge. Und zwar musste irgendwo da hinten sein. Da ist so nicht. Also das sind nur solche. Irgendwo da. Ganz oben. Fehlt mir noch ein Boss. Den was ich vergessen habe zu besiegen. Wieso kommen die Steine da? Sprengstein. Du musst ja mit einer Sage hier. Wieso kommt der hin? Wieso will er mich ankaufen? Der hat eh keine Chance. Ich hoffe, er hat einen schönen Tag. Immer wenn ich aufnehme, kommt bitte. Das ist eh fast legendär bei mir, hm? Das ist ein Metallschleim. Ritter, Dingenskirchen. Hä? Und wie geht's da jetzt weiter, wenn ich fragen darf? Das sind die normalen Bäume. Die lilanen Bäume haben wir auch schon gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss, wenn ich ehrlich bin. Dann kämpfen wir halt gegen den Baum. Wenn er unbedingt kämpfen will, dann kann ich ihn ja nicht, ne, ihn warten lassen. Aber die haben ja keine Chance mehr. Ja, ich weiß, dass ich da richtig bin. Ich weiß noch nicht mehr, was ich genau machen muss. Also ich glaube, dass ich da richtig bin, zumindest. Oh ja, das war so irgendwas, wo man extrem hoch aufgehen muss. Na? Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht in die Höhlen gehen. Was sind die obere da? Ich sollte eigentlich gegen die Feinde nur kämpfen, dass ich sehe, welche Feinde das sind, weil die haben wir ja noch nicht gesehen. Aber eigentlich ist es auch egal. Sind wir da? Einfach weitergehen. Er hätte ich ihn nicht verpasst, dann hätte ich ja schon viel früher machen können. Dann hätte ich schon vor Tyrantula machen können. Habe ich vergessen. Ich wollte schon fragen, zieht ihr mir eigentlich überhaupt irgendwas ab? Boah, der lebt noch, packe ich überhaupt nicht. Ben übertreibt schon wieder mit seinen 200 Damage Crits da. Na, Wahnsinn. Da soll es aber nicht mehr so lang dauern, bis ich dort bin. Genau, jetzt geht es eigentlich nur noch rauf und dann sind wir schon da. Legt irgendwer aufs Ding. Muss ich mit denen reden? Weiß ich nicht. Reden wir mal. Nein, das ist wieder nur eine Mission. Ich nehme einfach gar keine Missionen an, weil sie sehen, dass es. Ja, hier sind alle Statuen. Also es ist genauso wie bei Bildhauer, nur halt, dass alle in Stein sind.
Sogar die arme Katze. Ich weiß ja nicht mehr, wo genau ich jetzt hingehen muss. Ich weiß nicht. Da rein? Wieder runter. Schaut ziemlich richtig aus. Selbst innen ist alles im Gleisgitter aus Stein gemeißelt. Was ist denn hier los? In diesem Dorf ist ja alles aus Stein. Das ist richtig steinweichend. Moment mal, Michi. Ich glaube, ich habe ein Ucha-Dee. Haben wir das nicht schon einmal irgendwo gesehen? Bei einer Weile waren wir schon mal an so einem Ort. Da gab es einen immens großen Baum mitten in der Stadt. Von denen habe ich schon... Hallo? Was seid ihr? Was matscht ihr hier? Ihr Schleimze, der Stein hier wurde von Herrn Klopper gehauen und er hat alles allein gesabbelt. Er hat Jahre gebraucht, um dieses Dorf zu bauen, und als er endlich fertig war, ist er tot umgeschleimt. Wieder seine Giele. Er war ein sehr genügsamer Mann, aber am Ende ist er eine Frucht verwallen, die er in Walkheim erworben hatte. Sie war sein einziger Glücksus. Wisst ihr, was er sagte, als er sie aus... Er sagte, dieser Ort sei alles, was er habe, und es war sein Wunsch, dass er für immer bestehen blub und nie dahin schleimt. Aber seit er nicht mehr unter uns schwabbelt. Oh nein, nicht schon Schleimal. Wahrscheinlich dieser liebartige Lärm. Weil. Wer seid ihr? Ihr seid nicht Klopper. Eindringlinge. Ihr habt den Sohn von Kneißbeißer, den Felsenwächter, auf euch gezogen. Ja, wie gesagt, den hätte man schon viel, viel früher machen können. Und es leckt wie so. Also theoretisch. Ja, jetzt sieht man nicht so viel, aber es ist fast gar nichts, was man absieht. Schauen wir mal, ob ich schaffe, ohne zu sterben. Theoretisch schon, weil es ist ein Boss, was man schon viel früher machen kann. Ja, der einzige, von dem ich Angst habe, dass er sterben könnte, wäre wirklich Manfred. Aber es sieht ja jeden was ab. Ja, er ist schon tot. Easy. Kneißbeißer besiegt. Alle erhalten viel Erfahrung. Mich halt. Ist Level 25. So, was will ich noch aus Smooth haben? Eigentlich nichts mehr. Geh mal aufs Schwert, Vollgas jetzt. Level weiß ich nicht was. Ja, dann mache ich jetzt mal den Donnerstoß und dann das andere. Steinhart. Eigentlich sollte ich jetzt eine Flügel. Was war das denn? Da kriegt man ja richtig. Richtige Entenhaut. Hey Michi, glaubst du, dass dieser alte Mann war? Da krieg ich erst die Füge. Hallo. Ich schulde euch wohl eine Erklärung, Junge. Als ich diese Frucht aß und mir wünschte, meine Arbeit würde für immer fortbestehen, erschien dieser Wächter.
aber mit meinem Wunsch meinte ich etwas anderes. Jedenfalls danke ich euch. Nun kann mein kleiner Freund endlich ruhen. Ich konnte nicht zurück, darum schuf ich meine verlorene Heimat hier in Neupühltau wieder neu. Das ist natürlich nur ein Nachbar, der Traum eines alten Narren. Er glaubte, seine verlorene Liebe wieder aufzufinden. Aber jetzt, Petra, jetzt kann ich endlich zu dir zurück in meine Heimat Pühltau. Und die Füge, was wir vergessen haben. Jetzt sollten wir alle, die was man bis jetzt haben kann, haben. Was ich weiß, glaube ich. So. Das heißt, wir können gleich in die nächste Stadt dann nachher reisen. Natürlich, dieses Dorf ist Pühltau wie aus dem Gesicht gerissen. Dort haben wir das Lied von Schwarzen Ritter gehört. Der alte Klopper stammt aus Blüter und hat ja damit zugeschwitzt, eine alte Heimat hier nachzubauen. Ja, es macht alles Sinn. Nein, tut es nicht. Wie wollte er verflucht nochmal seine Freunde damit zurückgewinnen? Verstehst du diese Sterblichen nicht? Haben alle einen Piepsspatz, wenn du mich fragst. Aber es ist egal, mach jetzt 7 Feigen, oder? Mehr als genug. Komm schon, Michi, lass uns die Füße in die Hand nehmen und auf zum Observatorium. Weißt doch, wie du zurückkommst, oder? Gehst du zu dem blauen Baum bei den Alles Neuabteilen und ruf den Sternexpress. Ich kann, wenn ich will, jetzt schon zum Finale? Soll ich das tun? Soll ich jetzt schon zum Finale? Weiß nicht, ob das ein großer Fehler sein wird. Es fehlen noch... drei... ein paar Fügen. Naja, aber wenn man es nicht machen muss, dann bin ich damit auch glücklich und zufrieden. Ich glaube, 2 oder 3 fehlen noch. Seid ihr wieder? Voll zu sehen. Der Vater von der Stab, den gehört euch. Wir schaffen das nicht ohne Sauerkraft. Kommen wir ganz leicht. Ja. Weiß nicht, ob ich ihn schon schaff. Überhaupt den letzten Boss. Die Frage ist, ob ich es mich traue. Mit Level nicht mal 30 zum Finale zu gehen. Soll man nicht mindestens 40 sein? Das ist die Frage. Ja, irgendwie traue ich es mich nicht. Wird schon passen. Also es reicht jetzt wirklich, noch auf Saturn zu kommen? Ich weiß nicht genau, wie viele Feigen es insgesamt gibt, aber wir haben jetzt wohl
Genug für eine Lieferung. Wenn wir das, was wir haben, so aus der Traum bringen, fällt deinem Freund sicher ein Stein aufs Herz. Und du würdest damit sicher auch mächtig Eindruck schicken. Hä? Was ist das für ein Licht? Sei gegrüßt, Michi. Lang ist es her. Wer verflippt? Nochmal ist das denn? Sieht das für ein himmlischer? Ist das ein Freund von dir? Ja, ja. Ist nicht wahr? Er ist ein Lehrer. Du bist immer eine Überraschung gut, was? Hallo, ich bin Stella. Ich arbeite hier auf dem Sternenexpress. Also warst du derjenige, der Auszug um die Fügen zu zügen, Michi? Ich hätte es wissen müssen. Oh, besonders freundlich ist er ja nicht. Der gute was? Was der kann, kann ich schon lange. Bitte Leute, dass ich die Fügen zum Observatorium bringe, Michi. Tut dein Lehrmeister diesen Gefallen, darf ich die Früchte an mich nehmen? Ja. Ausgezeichnet, du hast alle, die unter unser Reich fielen, aber von dir hätte ich auch nichts anderes. Alle? Oh, das habt ihr wirklich gut gemacht, Aquila, mein Junge. War das ein Fehler? Und jetzt sei so gut und liefert die Früchte, wie versprochen, an mein Schloss ab, ja? Natürlich, euer Majestät. Was war das für eine arrogante Stimme? Was verflippt nochmal? Läuft hier eigentlich? Du hast diesen Spinner die Fügen gegeben. Wir haben dafür Blut, Schweiß und Tränen geschwitzt, du Idiot. Du wollt mich also aufhalten? Das ist nicht der gezeigte für Gefühlsdusler, der mir im Weg steht. Den muss ich beseitigen. Deine Mühen sind vergebens, himmlischer. Dürfen höher gestellt nicht attackieren. What the fuck? Michi. Michi, was hast du getan? Er ist total weggetreten. Leb wohl. Michi, mach sich mit dem Film davon. Komm schon. Hoch mit dir, mach die Augen auf. Das werde ich. Was willst du? Was verflippt nochmal? Was ist das? Was passiert jetzt? Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ich werde sowas von verlieren. Und was war deine Operation von Erfolg gekönnt, Aquilia? Hartmann Kautz, seid ihr etwa hier, um mich zu überwachen? Huhu, nein, nein, wo denkst du hin? Ich kam nur gerade vorbei, um zu sehen, mein listigen Äugler an dich. Wo du es schon ansprichst. Wir sind uns immer noch nicht sicher, ob man dir vertrauen kann. Ach, ich kann ja sagen, ich habe die Fügen. Ausgezeichnet, ich habe eine weitere Aufgabe, bei der uns behilflich sein kannst. Ich bin auf dem Weg nach Brennbergen. Es wird Zeit, dass der Held der Himmel ein für alles Mal erledigt wird. Barbos hat netterweise seine Dienste zur Verfügung gestellt. Es ist ganz schön wild auf den Kampf. Wie wär's mit dem kleinen Kostprobe? Dann siehst du, wie wild er ist.
Jetzt. Ist der gerade slaggt? Was war denn das für ein verflippter Kerl? Rheinbergen? Wo ist das? Und wer ist dieser Held der Himmel? Oh oh. Das hat sich für meinen Geschmack ein bisschen so sehr nach wie ein Drachenangriff angefühlt. Wiederschauen. Michi, jetzt komm schon, gib nicht auf. Ach, es hilft nichts, wie es scheint, ist es. Verlorene Lebensmüll. Hey Michi, du hast doch nicht die Gabel abgegeben. Ich dachte, es brauchte ein bisschen mehr, um einen himmlischen Schrecken zu bringen. Alles in Ordnung mit euch? Auf! Er hat ganz schön was abgekommen, aber immerhin ist er noch am Leben. Wir müssen helfen, schnell. Warum steht er noch so dumm rum? Na gut, dann kümmere ich mich halt allein um ihn. Mach jetzt bloß nicht Staub, hört ihr? Es wird euch bald wieder besser gehen. Achso, das... Ah... Jetzt komm schon, du Schlafkäppchen. Du schnackst jetzt schon seit einer Dreiviertel Ewigkeit. Steh auf, raus aus den Federn. Endlich bist du wach, da bin ich ja verflippt froh. Oh, ich habe mir echt Sorgen gemacht, wirklich. Aber egal, ist jetzt. Wir haben keine Zeit für Lobenshymnen. Dein toller Lehrmeister ist nämlich auf diesen Drachen gehüpft und hat sich mit den Flügen davon gemacht. Na los, du musst ihm nach. Los jetzt, hoch mit dir. Toll, ist halt wach. Eure Verletzungen waren so schrecklich, dass ich Angst hatte. Ihr würdet es nicht schaffen, aber ihr seht erstaunlich gut aus. Ich bin Johannes und wie heißt ihr? Michi, ja? Schön euch kennenzulernen. Ich kann euch wohl an nichts erinnern, was? Es war kurz nachdem dieser schwarze Drache über ein Dorf geflogen ist. Ihr seid ans Ufer gespült worden, in einem furchtbaren Zustand. Ich habe euch gefunden. Ist er endlich wach? Ist es nicht großartig? Bürgermeister, ich glaube, er ist bald wieder auf dem Damm. Wenn es euch wieder gut geht, könnt ihr heute Abend in die Kirche kommen und alles erklären. Also, ihr wollt wirklich, dass er die Versammlung teilnimmt, aber er ist doch gerade erst wieder zu sich gekommen. Hör mal, Hansi, du bist jetzt einer von uns, ein Bürger von Wurmwald. Also hast du dich an die Regeln zu halten, verstanden? Hansi. Habt ihr gehört? Kommt heute Abend in die Kirche, ihr dürft so lange im Dorf umsehen. Tut mir leid, Michi, es sieht so aus, als hättet ihr keine Wahl. Ah, eine Wahl hat man immer. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ah, in der Stadt, wo ich schon unabsichtlich einmal hinkommen bin. Darf ich mal da jetzt was kaufen? Kann da was kaufen? Boah, da gibt's urviel. Boah, da muss ich Geld sammeln. Da brauche ich sehr viel Geld. Wie schaut's mit... Sind wir da? Drachenspalter. Der schaut geil aus, bis deppert. Habe ich ganz vergessen, dass es den gibt.
Hellebarde. Puh. Ja, ich glaube, ich weiß, was ich mache, bevor wir die Stadt dazu. Bevor wir da am Abend hingehen zur Versammlung. Zuerst mal Geld sammeln, dass ich das alles machen kann. Gut, das heißt, ich werde offscreen trainieren, alle die ganze Rüstung, was da gibt, kaufen. Und wenn ich das alles hab, also mit der vollen Rüstung, was alle dann halt tragen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn über jeden Daumen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächstes Mal, bis bald und ciao.